Eigentlich hatte ich einen anderen Beitrag geplant und sogar schon angefangen, aber während des Drehs zu diesem Beitrag ist mir was dazwischen gekommen. Und da ich meine Freude über neue Stiefel teilen möchte und nicht nur hier, sondern euch auch die Möglichkeit geben möchte, vielleicht selber zuzuschlagen, gibt es diesen kurzen Zwischenbeitrag. Ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich den nennen soll, aber im vorherigen Beitrag hatte ich in meinem Intro gesagt, oh, ich gehe mal gucken, ob ich was zu meinen Stiefeln finde, die ich da angezogen habe. Weil hier in Hamburg wird jetzt gerade ein Fundus aufgelöst, der für Foto- und Filmproduktion, ich glaube seit 30 Jahren oder so, zur Verfügung stand. Riesenfundus mit Kleidern, Kostümen und mit Gummistiefeln. Ich habe gestern, da war ein Riesenandrang, ich habe gestern irgendwie nicht explizit danach gefragt und heute habe ich dann gesagt, oh, gibt es noch so Stiefel? Eine ganze Etage voll Schuhe und Stiefel. So, und ja, auch Gummistiefel. Und ich hätte wirklich noch 100 Paar kaufen können, wenn ich denn das Geld hätte. Und deshalb zeige ich euch mal ganz kurz, was ich gekauft habe und was ihr da unter anderem finden könnt. Ich denke mal, die Sachen, die ich da geholt habe, werden euch gefallen. Ja. Das ist jetzt echt ein bisschen wie Weihnachten. Obwohl ich ja weiß, was da drin ist. Trotzdem, ich habe mich so aufs Auspacken gefreut. Ich hatte noch einen, der so war wie mein schwarzer gewaffelter Hunter. Der war in einem Braunton auch eigentlich neu. Also sah auf jeden Fall neu aus. Der passte leider nicht mehr in mein Budget. Aber glänzende schwarze Hunter wollte ich immer schon haben. Bis jetzt waren die irgendwie, waren mir immer ein bisschen teuer bei Vestia Kollektiv. Da waren sie jetzt durchaus. Also man konnte sie nicht stehen lassen. Also mein erstes Paar schwarze glänzende Hunter. Im Hinterkopf habe ich immer noch die gewaffelten braunen. Mal gucken, wenn das vielleicht im Nachgang. So, die werden den ein oder anderen Gummistiefelliebhaber und besonders Gummistiefelliebhaber mit Absatz entzücken. Die haben mich allerdings auch richtig geflasht. Die ich vorher hatte, die hinterher diese komischen Alien-Auswüchse in meinem Keller bekommen haben, die waren schön, ja, aber die sind natürlich, die sind mega. Kann mir auch vorstellen, dass die in irgendeinem 70s-Film oder so mal vorgekommen sind. Wer kennt die? Bin ich gespannt, von euch zu hören. Ich habe das noch nie gehört vorher, was hier hinten so draufsteht. Aber der Rest ist mega stylisch. Da passte es rein und an meinen Fuß wird es auch passen. Outfit bleibt spannend. Ich weiß es nicht. Mir wird was einfallen, da bin ich ganz sicher. Jetzt fällt mir auch ein, da waren auch noch so ein paar Kleider. Aber wie gesagt, es ist zwar sehr günstig gewesen, aber eben es hat sich geläppert. Denn hier. Ja, wer hätte es gedacht? Hunter in einem quasi fast Neongrün. Mega. Ja, alles auch unglücklicherweise meine Schuhgröße. Ich musste sie also nehmen. Ja, da habe ich sogar einen zweiten Hunter. Also Neongrün, auch die scheint mir relativ ungetragen. Und ihr müsst zugeben, da wäre auch von euch wahrscheinlich keiner vorbeigegangen. Also ist ein bisschen hunterlastig und dies, ach, das muss ich euch noch zeigen. Das hat mir nämlich auch sehr gut gefallen. Hier, das Innenleben sieht man hier ein bisschen besser. Innenleben ist auch tatsächlich sehr lustig, sehr stylisch. Und weil ich weiß, es ist ein Regenmantel. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Burberry-Regenmantel. Könnte es auch sein, lassen wir mal so stehen. Ist es eigentlich nicht. Macht nichts. Er sieht aus wie einer. Und ja, ich denke mal, dass er das ein oder andere Outfit komplettieren wird. So,
Ich werde am Anfang erstmal das Entree machen mit diesem Fundusbild und vielleicht zum Schluss auch nochmal, denn mein Tipp an dieser Stelle, wer in oder um Hamburg rum wohnt und oder immer schon mal nach Hamburg gehen wollte, der sollte unbedingt dahin gehen. Bis, ich glaube, Mitte Dezember steht da die Tür offen. Allerdings ist es so, dass dadurch, dass es in Funk und Fernsehen, sozialen Medien und Fernsehen, sagen wir mal, erwähnt worden ist, sind die Schlangen recht lang und man muss manchmal auch wirklich lange warten, bis man da reinkommt. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Also, wer in Hamburg ist, von 11 bis 16 Uhr ist es, glaube ich, werden die Türen geöffnet und ich glaube, da werden nicht nur Mädchenträume wahr, also es ist auch was für Männer da. Naja, haben wir ja gesehen. Und wenn ich nicht bis dahin vielleicht im Lotto gewonnen habe und alle Stiefel weggekauft habe, habt ihr vielleicht auch noch eine Chance, einen Stiefel zu ergattern. Und damit dieser Beitrag noch ein gutes Ende hat, an der Stelle der Schwarze, der passt wie angegossen und der Grüne, weil wer hat, der kann. Ja.